Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Longboarding Germany. Heute mal ein kleines Unboxing. Ich habe hier ein Paket aus Köln vom Concrete Wave Skate Shop bekommen. Und jetzt schauen wir mal rein, was da so drin ist. So, da haben wir es offen. Gut verpackt auf jeden Fall. Und hier ist erstmal ein kleiner Umschlag, wahrscheinlich mit Aufklebern. Genau, schöner Sticker und eine schöne Karte. Genau, aber hier sind noch zwei andere Aufkleber. Aber darauf kommt es jetzt nicht an. Denn hier ist einmal, beziehungsweise zweimal die Bolzen Slide Packs. Und zwar das Ding ist, meine alten Slide Packs sind schon ziemlich durch. Die von Brainfucker, die wollte ich auch wieder bestellen, aber die sind nicht mehr vorhanden. Wahrscheinlich gibt es die Firma nicht mehr. Letzter Zeit sind ja einige Firmen in dem Bereich ja, pleite gegangen, beziehungsweise haben halt einfach aufgehört zu produzieren. Und da probiere ich jetzt mal die von Bolzen aus, die sollen nämlich eigentlich auch ganz gut sein. Sind auch relativ dick hier, also das sind die beiden. Schwarz halt. Und ja, ziemlich gute Breite. Da hat man wahrscheinlich eine Weile was davon. Und die werde ich dann demnächst mal drauf machen. Die von Franz sind auch schon runter, deshalb habe ich hier gleich noch ein zweites Päckchen dabei. Ja, mal schauen, wie die sich so fahren, aber machen auf jeden Fall einen guten Eindruck, so breit wie die sind. Da dürfte sich das wirklich eine Weile halten. Genau, ansonsten auch nochmal Sticker hier, Bolzen Hardware. Genau, sind hier noch zwei Lenkgummis drin. Ja, wie ihr wisst oder vielleicht auch noch nicht wisst, mache ich ja zurzeit diese Reihe, wo ich versuche, Stand-Ups jetzt endlich mal zu lernen. Stand-Up-Slides. Und da ist mir aufgefallen, dass es mit weichen Achseinstellungen deutlich besser geht, also sich deutlich besser in den Slide fahren lässt, reinkarven lässt. Und deshalb habe ich da jetzt einfach mal nochmal für meine Cast Arsenal Achsen weichere Lenkgummis. Hier, das sind die Tall Bushings von Sunrise in 80A Orange geholt. Mal schauen, wie die sich so machen. Ist schon ziemlich weich für Lenkgummis eigentlich, 80A. Sonst hat man da ja 90A, aber ich bin ja auch relativ leicht und ich möchte ja auch, wie gesagt, ein sehr weiches Lenkverhalten haben. Und dann habe ich hier einfach noch einen Satz Speedringe. Einfach, weil man die immer mal verliert und kann man immer gebrauchen wahrscheinlich. Und noch einen Satz Spacer auch, weil, ja, wenn man mal wieder neue Rollen drauf macht mit Kugellagern, dann hat man die gleich dabei. Ist eigentlich nicht schlecht. Genau, das war's von dem Unboxing. Ja, demnächst kommt noch ein zweites. Am Sonntag wahrscheinlich. Und dann geht's auch in den nächsten Wochen weiter mit meiner Stand-Ups-Lernreihe. Es werden auch noch ein paar Reviews kommen. Zum einen zu den Abec 11 Big Six, die Rollen, die ich schon eine ganze Weile habe. Und zu Franz Deck, dem Rain Savage. Genau, das wäre es von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ja, könnt ihr abonnieren, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.